Wieso war ich auf einem Schiff? Wer war das überhaupt? Ich kann mich nicht an ihn erinnern. Es war nur ein Traum. Es war nur ein Traum. Geschockt von dem Traum war ich wie benommen. Ich dachte über vieles nach. Doch hat das etwas mit meiner Vergangenheit zu tun? Ich versuchte an etwas anderes zu denken. Doch dann verspürte ich diesen großen Hunger in mir und die Bauchschmerzen. Ich freute mich deswegen sehr über das gebratene Fleisch an der Feuerstelle. Ich versuchte, den Traum in den Hintergrund zu stellen. Um mich zu beruhigen, konzentrierte ich mich auf das Wesentliche. Bevor ich die Gegend erkundete, nahm ich mir vor, die Hülle zu erforschen. Da ich sicher gehen wollte, dass dort keine Gefahren lauerten, da ich mein Lager hier aufschlagen wollte. Es war dunkel und ich machte mir eine Fackel. Ich kam mir sehr geschickt vor mit der Idee, einen glühenden Stab aus dem Feuer als eine Lichtquelle zu benutzen. Es war düster, dunkel und von der Decke tropfte es. Es war eine unangenehme Stimmung, zudem war ich noch geschockt von dem Traum. Nun ging ich tiefer in die Höhle hinein, obwohl ich bei jedem Schritt eine tiefe Angst verspürte. Auf das, was in der Höhle sein könnte. Ich sah einen tiefen, schmalen Spalt. Ich überlegte, ob ich hinuntersteigen sollte, doch meine Neugierde überwand mich und ich stieg hinunter. Es war tief. Und als ich unten war, konnte ich nicht glauben, was ich gesehen habe. Es war ein ganz großer Berg. Ich rannte so schnell wie möglich nach oben. Gefolgt von den Bären rannte ich aus der Höhle. Doch wohin sollte ich gehen? Wie konnte ich den Bären abschütteln? Ich musste rennen, rennen und rennen. Ich sah einen kleinen schmalen Spalt und rutschte hinein. Ich war in Sicherheit. Ich hatte es geschafft. Was soll das alles? Was habe ich hier nur zu suchen? Alles, was ich mache, mache ich falsch. Ich konnte vor einer wütenden Bärenmutter entfliehen. Doch mich an meinen Namen erinnern, das kann ich nicht. Und was hat der Traum damit zu tun? Ist er ein Erlebnis aus meiner Vergangenheit? Kann ich mich vielleicht doch irgendwie an mein Leben davor erinnern? Wer war ich? Ich sollte aufhören, mir so viele Fragen zu stellen. Ich sollte die Insel weiter erkunden, um vielleicht andere Menschen zu finden. Doch dieser Bär ist immer noch da. Ich muss wohl warten. Ich musste mehrere Stunden warten, bis ich den Bär nicht mehr hören konnte. Es war später Nachmittag geworden und ich musste mir einen Platz zum Schlafen suchen. Doch ich wollte nicht mehr in die Nähe der Höhle. Aber wo sollte ich sonst schlafen? Ich versuchte einen guten Überblick zu bekommen, doch dies erwies sich aufgrund des Waldes als etwas schwierig. Deshalb kletterte ich auf einen Baum, um einen guten Überblick zu bekommen. Ich suchte einen möglichst hohen Baum, damit ich auch weit über das Land blicken konnte. Es war inzwischen Abend geworden. Und es wurde nun schnell dunkel. Als ich die Spitze erklommen hatte, sah ich gerade, wie die Sonne unterging. Ich war überwältigt von ihrer Schönheit. Doch ich fühlte mich so allein. Es gab niemanden, mit dem ich das alles teilen konnte. Ich beschloss, auf dem Baum zu übernachten. Es war kalt und düster. Ich dachte nicht daran einzuschlafen. Es schwirrten noch so viele Gedanken durch den Kopf. Doch ich war so müde und erschöpft, dass ich meine Augen nicht lange offen halten konnte.